Hey Leute, ich bin's wieder mal auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal wieder eine ziemlich coole optische Illusion vorstellen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, Moment, warum nur eine optische Illusion? Ganz einfach, denn normalerweise stelle ich euch ja immer solche Bilder vor, welche ihr dann so seht und ja, alles schön und gut. Aber ich dachte mir, warum sollen wir nicht mal was Praktisches machen? Und zwar, werde ich eine optische Illusion jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Und das werden wir jetzt probieren. Ich habe mir solche coolen Karten geholt und auf denen sind irgendwelche komische Zeichnungen drauf. Und ich würde sagen, ich bin jetzt still und wir beginnen mit dem Video. Viel Spaß! Okay Leute, da beginnen wir einfach mal. Was sind unsere Materialien, welche wir haben? Wir haben hier ganz viele solche coole Karten. Ich kann mir schon denken, was man damit machen muss, aber ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Deswegen mache ich das jetzt mal mit euch. Und zwar haben wir hier noch so eine Karte, welche der Schlüssel zum Schloss ist, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man das vom Nahen anschaut, dann sieht man, dass da so ganz viele schwarze Streifen auf dieser Folie drauf sind. Und das ist, ja, das Hilfsmittel für diese Bilder, um diese optische Illusion oder optische Täuschung zu verwirklichen. Und das probieren wir einfach mal. Ich suche mir hier so ein cooles Bild aus. Wir nehmen jetzt einfach mal... Nehmen wir das Pferd, das ist cool. Also wir haben hier ein Pferd, welches irgendwie noch ein wenig nicht lebendig aussieht. Und jetzt muss man die Folie nur da drauf legen. Oh mein Gott, ich habe schon gesehen. So, und auf einmal reitet das Pferd da entlang. So, zack, 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 zack. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Also rennt es da so entlang. Wir nehmen also ein anderes, das sieht man dann wahrscheinlich noch besser. Doch, nehmen wir das Huhn hier. Wir haben hier ein Huhn, okay? Wir sind heute Tierliebhaber. Okay, was passiert hier? Okay, was passiert hier? Okay, was passiert hier? Hä, was macht das? Okay, dieses Huhn schlägt den Kopf gegen den Boden, das ist schön. Ach ja, da liegt Futter. Okay, es ist Futter vom Boden, aber viel zu schnell irgendwie. Okay, ziemlich cool, finde ich. Wir werden jetzt noch ein paar Bilder durchgehen. Und davor, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich hebe das mal ein bisschen näher hin, dass ihr das seht. Das Ganze ist ja kein Huhn, sondern immer nur aus Strichen. Und insgesamt sind es 3 Bilder, welche insgesamt entstehen. Wenn der Kopf hier unten ist, hier oben und ganz oben. Und wenn man das hier entlang schiebt, dann sieht man einmal den Kopf nicht, wie jetzt hier. Und dann erscheint er wieder. Habt ihr es gesehen? So, da erscheint der Kopf wieder. Da ja einmal die Linien von den Linien von der Folie überdeckt werden und einmal nicht. Und das bedeutet, der Kopf erscheint hier immer wieder und wieder nicht und so weiter. Und wenn der untere Kopf da ist, dann wird der hier oben nicht da sein. Und wenn er wieder verschwindet, dann wird der obere wieder erscheinen. Ich zeige es euch mal mit den beiden Köpfen hier. Die sind immer abwechselnd. Zack, 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 zack. Das heißt, letztendlich sind es nur 3 Bilder, welche aber, wenn man das flüssig macht, und zwar so aussehen wie eine Bewegung. Wir machen mal ein kleines Quiz, okay? Ich nehme mal eins, wo man jetzt nicht direkt erkennen kann. Okay, nehmen wir mal das da hier. Und ihr müsst raten, was... Okay, das kann man voll erkennen. Okay, ich nehme einfach mal dieses Bild. Da kann man, glaube ich, nicht direkt erkennen, was es ist. Ihr könnt ja mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was es hier sein soll oder was da gleich passieren wird. Ihr habt ja gerade eben schon von mir erfahren, manchmal ist da was da, manchmal nicht, wie hier oben dieser Kreis. Aber was kann hier wohl passieren? Schreibt es mal ganz kurz in die Kommentare, falls ihr wisst, was man hier sehen kann oder sehen wird. Zum Beispiel jetzt hier könnte man eine Tänzerin sehen, beispielsweise. Aber das ist, glaube ich, nicht das Ergebnis. Und dann schauen wir mal gemeinsam, ob das Ganze jetzt hier klappt. Okay, seid ihr bereit? Man kann es schon ahnen, glaube ich. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist ein Fußballspieler, welcher einen Ball zugespielt bekommt und ihn wegkickt. Und da gibt es eben viele ziemlich coole Bilder, meiner Meinung nach. Und wir werden es so machen, ich werde einfach ein paar von diesen Bildern auf Instagram hochladen. Da könnt ihr es dann einfach öffnen und so eine Folie entweder ausdrucken oder kaufen. Und dann könnt ihr das ganz einfach so drüberlegen über euer Handy. Und dann läuft da zum Beispiel ein Elefant auf eurem Handy. They see me rolling. Schaut mal, der weltweit erste Elefant, der den Moonwalk kann. Okay Leute, meiner Meinung nach waren diese Illusionen ziemlich cool. Also, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, da oben mal kurz abstimmen, ob es euch gefallen hat und ob ich das mal öfters machen soll. Auf jeden Fall, falls ihr diese Illusion nachmachen wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram diese Bilder da anschauen und dann selber das Ganze machen. Und ansonsten war es das mit dem Video. Falls euch gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und für dich ist ja nur ein kleiner Klick. Und dann frage ich mich, warum machst du es nicht? Weil das sollte nicht wehtun. Okay, ansonsten sind wir hier in der Endcard. Und dann könnt ihr hier zum
letzten Video kommen. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier kommt ihr zu meinen Social Medias, also auch zu Instagram, falls ihr da vorbeischauen wollt. Und dann kommt ihr auch dazu zauberbox.at, ein ziemlich cooler Online-Zaubershop. Könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr zaubert. Ansonsten war's es mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Okay, ciao.